Moin und Mädel, ihr Lieben. Ihr seht es schon, wir widmen uns wieder den Discord-Leaks. Und zwar den aktuellen aus dem Jahre 2023. Und zwar von gestern. 21.04. hat Demütigung, formerly known as Demon, das rausgehauen. Folge 2, Witzestunde, Frauen, Veganismus und Bann. Das Ganze geht eine Stunde und 16 Minuten knapp. Das Ganze hat ein Rating 5 von 10 bekommen. Ja, also nicht super, aber auch nicht unbedingt schlecht. Wir hören einfach mal rein, würde ich sagen, und geben uns Rainerle ohne Maske. Und hören einfach mal, ich wollte schon schauen sagen, nein, wir hören, wie geht Rainerle eigentlich mit seinen Zahlschweinchen um? Ihr müsst immer bedenken, um auf diesen Discord zu kommen, müsst ihr Abonnent sein. Das heißt, ihr müsst Rainerle Geld in den nicht vorhandenen Hals geschmissen haben. Auf geht's, würde ich mal sagen. Schnappt euch euer Lieblingsgetränk. Bei mir ist es heute ein Rotbuschtee mit Zimt-Orange. Na, noch so ein paar Überreste von der Weihnachtszeit. So. Auf geht's. Hallo und herzlich willkommen. Wenn ihr auch Aufnahmen aus dem Discord habt, dann schickt sie mir gerne per Twitter. Ich veröffentliche die Aufnahmen dann hier auf dem Kanal. Falls gewünscht auch mit einer Dankessagung oder Widmung. Aber jetzt viel Spaß beim Video und Sayonara Matane. Schön. Wenn du Hackfleisch... Ah, übrigens, ihr seht es ja, 20.04. ist der Leak. Dann ist Hackfleisch, da brauchen wir noch kein veganes Hackfleisch. Da gebe ich dir recht. Ich bin in einer Minute wieder da. Bis gleich. Auch ja Fleisch, so, das ist ja zusammengepresstes irgendwas. Nicht gut. Wir bleiben dann gleich beim Thema. Ich nenne euch gleich ein paar gute Produkte, die Rainer dann im Stream vorstellen kann. Dann knicken wir auch noch. Okay, bis gleich. Ciao. Adi. Was ging's denn jetzt hier genau? Mal vegan werden? Käsefüße. Was? Der stänkert aber schon ein bisschen, oder? Mehr. Na, Guido. Ach, Quatsch, das ist doch blöde, ne? Ja, es ist ein bisschen, ich merke das schon, ist Spaß, aber halt schon lustig. Bisschen stänkern muss sein. Solange Schluss ist, wenn man sagt, es reicht jetzt, dann ist alles gut. Ja. Oder man besser noch, am besten ist natürlich, wenn man von alleine merkt, dass es einfach dass es einfach reicht. Ja, Rainer, dieser Satz und du, der passt irgendwie nicht zusammen. Also, wann merkst du es, Rainer? Wann merkst du, dass es endlich mal reicht? Genug Schwachsinn ins Internet gehauen. Lösch dich. Keiner will dich apropos hier haben. Apropos vegane Produkte, ich habe einen leckeren Rahmjoghurt mit spanischer Orange. Ein Rahmjoghurt. Okay, und der soll vegan sein. Na gut. Glückwunsch. Aber aus Kuhmilch. Ja, dann, mein Lieber, ist er vegetarisch, aber nicht vegan. Der ist ultra dann lecker. Ist doch vegan. Ja, aber ja, Spaß. Ich sehe schon, ich muss noch üben. Guido, glaube ich. Der ist jetzt gerade raus. Ich sitze gerade beim Frühstück mit Eiersalat mit Bacon drin. Die Frage ist dann beantwortet. Bacon sowieso beste. Du willst mir sagen, Bacon ist nicht vegan. Alter, was ist mit dir los? Bacon im Eiersalat. Es gibt nichts geileres. Bacon mit Bacon. Wie wär's denn damit? Na, ich glaube, das mit dem Eiersalat ist eher von dem typisch amerikanischen Bacon and Eggs abgeleitet. Aber das gibt es tatsächlich in ganz leckeren Salaten. Das ist super genial.
Also letztes Mal, also das erste Mal, wo ich in Berlin war, in dem ersten Hotel, in dem ich damals war, die haben da richtig guten, guten Bacon serviert zum Frühstück. Den habe ich dann jeden Tag gefuttert. Das glaube ich, Rainer, dass du richtig beim Bacon zugelangt hast. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Tag, weil da hatten sie leider nicht. Die haben den komisch gefaltet und im Backofen gemacht, anstatt in der Pfanne. In der Fritteuse. Und der hat richtig geil geschmeckt. Der hat auch am Anfang, beim einmal war, glaube ich, Käse in der Mitte drin. Das war richtig, richtig geil. Ja, glaube ich dir. Rainer, du musst auch ein bisschen auf deine Ernährung achten, Rainer. Du kannst nicht nur Fett zu dir nehmen. Okay, ich flieg meistens raus in Hotels, weil wenn Also, versteh mich nicht, ich bin absolut nicht dagegen, auch mal Bacon zu essen und Bacon mit Käse vielleicht innen drin, alles gut. Jedoch Rainer, der sollte einen großen Bogen darum machen, wenn er noch ein bisschen länger leben möchte. Wenn die mich fragen, wie ich meine Eier gern hätte und ich sage immer gestreichelt, dann muss ich gehen. Das ist auch gut. Das muss ich mir merken das nächste Mal. Ja. Der war gut. Merk dir den mal, Rainerle. Kannst du in dein Repertoire aufnehmen, der ekelhaften Witze. Das ist genau das gleiche wie im Thunbaumarkt. Da steht überall riesengroß, mach's dir selbst. Aber wenn du dann die Hose runterlässt, musst du auch gehen. Ja. Ach, geil. Ja, so ist unsere Gesellschaft. Wird eine Sache versprochen, aber nicht eingehalten. Was? Okay. Kommt eine Fliege zum Zahnarzt. Sagt die Fliege zum Zahnarzt. Also es kommt ein Mann. Ach du Scheiße, Rainer erzählt Witze. Naja, gut, der Titel war ja Witzestunde. Also sollte es mich nicht großartig überraschen, aber ihr kennt ja wahrscheinlich Rainers Witze. Boah. Erstens kann er sie nicht gut erzählen. Zweitens haut er meistens die Pointe vollkommen falsch raus. Und drittens sind diese Dinger einfach nicht witzig, die er da rauslässt. Meistens sind sie ja eher sogar teilweise rassistisch. Wenn ihr euch an die alten Witzefolgen von Rainerle erinnert mit dem Russen und dem Japaner und alles mögliche. Boah. Da stellt euch jetzt mal auf eine tolle Cringe-Folge ein. Zahnarzt, so rum. Kommt ein Mann zum Zahnarzt und hält. Ja, Rainer hat wahrscheinlich jetzt schon den Witz verhauen, wahrscheinlich. Sagt, ich halte mich für eine Fliege. Sagt er, warum halten Sie sich denn für eine Fliege? Und wieso kommen Sie denn zum Zahnarzt? Naja, bei Ihnen war das Licht an. Er hat ihn falsch erzählt. Der Mann geht zum Zahnarzt und sagt, ich halte mich für eine Motte. Fragt der Zahnarzt, wieso halten Sie sich für eine Motte und warum kommen Sie zu mir? Ja, bei Ihnen war das Licht an. Ja, Rainer, du hast also wirklich, der Witz, der ist so easy und du hast ihn so komplett verhunzt. Das ist ja unfassbar, kannst nicht mal das. Ja, keiner lacht. Das war. Ja, die Stille, Rainer, die Stille. Die sollte dir wirklich Strafe genug sein. Ja, der hat bei mir auch nicht gezündet. Klar ist der schwach. Hat ihn gut. Ja, ist ja falsch. Falsch erzählt. Ja. Bleimer. Sag jetzt mehr über dich als über den Witz. Nein, ich finde einfach so Witze, die überhaupt keinen Sinn ergeben, allein schon lustig. Weiß nicht. Was ist Kugel um die Ecke und fällt um? Hey, das ist meiner. Was ist grün und steht im Wald? Na. Apfel? Ein rotes Mofa. Ja, sowas. Was? Ein rotes Mofa? Hat er das gerade... Apfel? Ein rotes Mofa. Ein rotes Mofa? Ja, sowas meine ich. Komplett, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich gut. Ja, nee, das ist aber kein Witz. Das ist einfach nur bescheuert. Also, ja, weiß ich nicht. Vielleicht fehlt mir da der Humor für. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich anderen Humor. Aber das ist einfach kein Witz. Das ist leere
leere Wörter, die einfach so in den Raum geworfen werden. Ich habe letztens eine geknattert, die gestottert hat. Ich war fertig, bevor sie hineinsaugen konnte. Ja. Der ist ein bisschen hart, aber... Den habe ich schon mal gehört. Ja, ist ein bisschen arg schwarz, stimmt schon. Ich kenne leider keinen gerade. Was auch ein guter Witz ist, ist ein Pilz steht im Wald, kommt ein Reh vorbei und trinkt's aus. Stille. Super. Ja, Rainer. Spür das. Spür die Stille. Es ist wirklich, es ist so Fremdscham. Ja, ne? Kannst du das nächste Mal auf dem Stammtisch erzählen. Ja, die schmeißen dich achtkant raus. Mein Chef hat letztens zu mir gesagt, ich bin zu übermütig, ich weiß nicht, wo hier mein Platz ist. Daraufhin habe ich ihn gleich erstmal entlassen. Ja. Und hat's geklappt? Wie wär's mit einem Drachenlord-Witz? Och, du Scheiße. Da kenne ich keine. Kann ich dir einen beibringen? Mach mal wieder einen. Hallo. Chuck Norris hat sich an einem Messer ein Messer hat sich an Chuck Norris geschnitten. Und Drache hat Chuck Norris. Nee. Vergiss es. Du solltest es damit gut sein lassen, Reinhard. Tu dir selbst einen Gefallen und halt einfach den Mund. Sich in meinem Kopf besser angehört gerade. Außerdem habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Irgend sowas halt, keine Ahnung. Irgend sowas halt, ja. Chuck Norris wird's, ne? Gott kommt zu Chuck Norris und Chuck Norris kommt zu Drachenlord. Ach so. Das ist schon witzig, ja. Ich bin ja eher so ein bisschen für den schwarzen Humor. Man sagt mir auch immer nach, dass meine Witze teilweise so schwarz sind, dass sie Baumwolle pflücken gehen. Die sind halt Der war aber auch mies. Ja. Was auch ein guter Witz war immer ist, Chuck Norris kann eine Frau zum Orgasmus bringen, indem er mit dem Finger auf sie zeigt und sagt, du. Ja. Und jetzt das mit Drachenlord, oder was? Muss man nach guten kommt die Witzen Drachenlord-Version noch? Ich kenne den ganzen Arsch voll. Ja, aber die sind ein bisschen zu heftig manchmal. Ja. Meine Witze. Nee, die ich im Kopf habe, ich glaube, die sind ein bisschen zu doll. Die Sache ist halt, ich darf keinen schwarzen Humor an den Tag legen. Nee, weil sonst machen die. Wenn ich einen schwarzen Humor. Richtig. Ja. Ich kenne auch ein paar Witze. Ich find die auch nur bedingt witzig, aber wenn ich irgendwas Falsches sage, ne? Ja, Reinhard, ja, ne? So wie es gibt, nicht zu jung und so weiter. Ja. Also ich finde die schon witzig, die ich jetzt im Kopf habe, obwohl sie zu heftig sind, aber halt, man darf die halt nicht ernst nehmen, ne? Das ist halt eben. Also ich mach einfach mal ein Beispiel so. Also, warte mal, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Streiten sich zwei Juden im KZ, wirft der eine einen Aschenbecher in sein Gesicht, sagt der andere, lass die Familie aus dem Spiel. Gott! Ja, das ist hart so. Ja, der ist halt heftig, aber keine Ahnung, nimm die Scheiße doch nicht so ernst. Was soll das? Ich kenne noch mehr solche, aber wie gesagt, ich kenne die halt, bei die mir früher Kumpel hat, stand extrem auf diese Witze. Ja, den kenne ich dann Arsch voll. Und ja ich dachte sie halt, naja gut, das ist halt schwarzer Humor, so, das ist ja der Sinn des Ganzen. Aber ich darf halt sowas nicht an den Tag legen, weil wenn ich so einen Witz bringe, dann heißt es halt immer gleich, ne? Drachenlord, Nazi, bla bla bla. Ja. Nee, Rainer, eher, dass du andere Leute auf Hautfarben reduzierst oder auf ihr Aussehen und ähnliches oder ihrer vermeintlichen Herkunft, weil du hast ja auch schon Leute einfach angegriffen und gesagt, hier, Ali, geh zurück so in deinen Dönerladen. Ist übrigens Zitat, ne, YouTube, nicht, dass ihr denkt hier, es ist ein Zitat von Rainerle oder andere rassistische Äußerungen, die Reinhold schon so getätigt hat. Und halt auch mein Lieblingssatz teilweise, ne, als Reinhold in dem einen Discord gewesen ist mit, ich weiß gar nicht, wer war denn das? Der Ostfriesen-Hater war es, glaube ich, ne? Mit dem Ostfriesen-Hater, wo er dann gesagt hat, ich könnte dafür sorgen, dass hier 10, 15 Glatzen vor meiner Haustür stehen, mit dem Rücken zu meinem Haus und dann können die hier alles niederreißen, was davor ist.
Und ich spreche natürlich von Nazis. Und dann war Rainer halt, ja, ich habe keine Freunde, die Nazis sind, sondern ich kenne Leute, die Nazis sind. Ich sag, der Satz war auch, das ist ein Unterschied, Schweinchen schlau. Ja, ja, ja. Naja, und genau deswegen, wegen solchen Sachen, Rainerle, hält man dich halt für rechts, eher rechts gesinnt. Und man sieht das auch überall. Das ist immer, du musst nur irgendwie was falsch sagen. Du musst nur einen kleinen Witz machen, irgendwas, und das landet überall und die Hater machen da irgendeine Scheiße draus und sagen, dass du das und das bist. Klar, deswegen. Das reicht ja schon, wenn ich Schokokuss falsch bezeichne. Ja. Ach, das heißt nicht. Ja, das sagt man halt einfach nicht mehr. Negerkuss, das ist kein Schoko. Ja, meine Güte. Ach ja. Ja. Schokokuss, immer noch. Ja, das darf ich aber nicht sagen. Wenn ich das sage, dann kriege ich eine Arschkarte. Ich habe auch Small, wenn ich das sage. Deswegen darf ich das nicht sagen. Dann meine ich das auch gar nicht böse. Ich bin auch damit aufgewachsen, dass die so heißen, aber. Ja, ja, ich auch, Rainerle, ich auch. Aber trotzdem sage ich es nicht mehr. Und warum? Weil es halt die anderen Leute stört. Ne? Es ist halt ein Begriff oder ein Wort, was halt als rassistisch gilt. Ne? So ist das nun mal. Meine Güte. Sprache ändert sich. Ja. So darf man sie heute nicht mehr nennen und deswegen... Man sollte sie heute so nicht mehr nennen. Wenn ich das so nenne, heißt es dann gleich wieder Drache, Nazi und Rassist. Ja. Und die richtigen Rassisten, die lassen es ja... Weißt du, das Geile ist halt, ne, das habe ich gestern im Stream schon gesagt, auf mich gehen sie immer los, ja, und die richtigen Rassisten, die richtig Scheiße bauen, die lassen sie davon kommen mit solcher Scheiße. Denke ich mir so, okay. Hallo. Hä? Seit wann sind die Hater irgendwie auf der Jagd nach Rassisten, Rainer? Wäre mir irgendwie neu. Nee, Rainer, es geht um dich. Geht um dich. Hallöchen. Und wenn du halt solche Aussagen tätigst und auch solche Witze reißt teilweise, wie damals ja auch, mit dem Japaner und dem Russ und so weiter, ja. Und wie gesagt, Rainerle hat andere Leute einfach auf ihr Aussehen reduziert und ihrer vermeintlichen Herkunft. Guten Abend. Hallo. Hose runter, Beine breit. Was? Was? Wo kam das jetzt her? Ich bin jetzt eine Kleinigkeit. Wieso hält man Rainerle für einen Sexisten? Ich weiß es nicht. Na, das wollte ich jetzt sagen. Das steht nicht in meinem Mod-Vertrag. Doch, nee, im Kleingedruckten. Muss besser lesen. Hast du ihn zufällig da? Lies er mal nach. Ganz unten im Kleingedruckten, kurz überhalb der Unterschrift. Lies es. Ja, da steht, du bist Sklave für Rainerle. Du arbeitest unentgeltlich 24/7 für Rainerle und musst ja allen Schwachsinn gefallen lassen, den Rainerle dir an den Kopf wirft. Ich verstehe nicht, wie man da Mod werden kann und sich dann so demütigen kann von diesem Menschen. Also dem würde ich was erzählen. Alter, ich helfe dem in der Community unentgeltlich in der Freizeit und der haut da seine Mods teilweise wirklich so an. Also der, ich gesagt, mach deinen Scheiß alleine. Siehst du es? Da stand neben dem Text, dass du dich dazu verpflichtest, vegan zu leben. Da hast du recht. Jetzt, wo du es sagst, ich lese es jetzt auch. Das hast du. Ich hab ihn auch hier und bei mir steht es nicht drin. Oh, und das hast du wahrscheinlich bei dir mit Füller eingetragen oder so. Nein, ich sehe das hier ganz normal. Da musst du die Augen ein bisschen aufmachen. Ich hab das Original hier und auf dem Original steht nichts drauf. Ja, dann schick mir das mal bitte rüber. Klar, Sekunde hier. Bitteschön. Oh, Leute, wisst ihr eigentlich, wann Schluss ist? Das war ein Nacktbild von dir. Oh, warte, falscher Chat. Hier. Ja, okay. Na gut, jetzt, wo du es sagst, stimmt. Siehst du? Okay. Ja.
Ich kann kein Veganer werden, schon allein deswegen, weil ich Eier und Käse zu sehr liebe. Und Fleisch ist auch geil. Ich bin am Überlegen, ob ich noch eine Stunde spazieren gehe. Mach mal. Würde dir nur gut tun. Auch geil. Vor allem so durch den Wald oder so ein bisschen Natur genießen. So schön. Wie ist das Wetter bei euch gerade? Wurde ich auch gerade fragen. Keine Ahnung, ich sitze drinnen. Hast du kein Fenster oder wie? Doch, aber ich habe Vorhang davor und ich sitze jetzt vom Fenster zu weit weg. Ich bin zu faul, da jetzt aufzustehen. Oh Gott. Ja, okay. Dann willst du spazieren gehen. Aber du musst nachher ausschauen, wenn du was anziehen musst. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Wenn ich spazieren gehen will, dann bin ich ja... ich will jetzt halt aufstehen, weil für mich das Wetter keine Rolle spielt, wenn ich unterwegs bin. Und weil ich jetzt zu voll bin, nachzuschauen, was für ein Wetter ist. Nur ihr wisst aber, was für ein Wetter ist. Das Wetter spielt keine Rolle. Das sagt der Mensch, der dem zu kalt gewesen ist für sein Indoor-Training. Oder auch, ich starte jetzt hier wieder ein Drache-Läuft-Video. Ach nee, jetzt ist das Wetter aber nicht so schön. Da verschiebe ich das lieber auf nie. Das ist ja ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ja. Aber es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt mit T-Shirt rausgehst oder ob du jetzt da noch irgendwie großartig einen Pulli brauchst. Ich gehe bei dem Wetter grundsätzlich nicht mit T-Shirt raus aktuell. Noch zu kalt. Und zu kalt jetzt nicht, aber ich habe ja meinen Pulli und alles, ne? Und ich habe ja nicht viel Klamotten dabei. Momentan habe ich einen Pulli. Ich habe momentan bloß einen Pulli dabei. Den anderen habe ich jetzt momentan woanders. Woanders? Habe ich wo eingelagert, momentan beim Bekannten. Bei einer Bekannten. Das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, wo du deine ganzen Sachen hingelagert hast. Das ist ja ein ganzes Haus. Du bist ja jetzt momentan immer nur mit so einem Rucksack am Rumlaufen. Alles, ja, ich habe aber auch nicht, ich habe aber auch nicht viel. Nee, habe ich auch nicht. Ich habe nur wenig aus dem Haus mitgenommen, aber tatsächlich. Zum Beispiel das Bild vom Haus. Hast du das mitgenommen? Und so weiter und so fort. Na klar. Ja, gut. Das, was in meinem Flugangeln war. Das kenne ich gar nicht. Ich habe das gar nicht gesehen. Also ich kenne deine alten Videos. In irgendeinem Video hast du es bestimmt mal gesehen, wenn ich durch ein Haus gegangen bin. Wenn ich ins Haus gegangen bin, gleich rechts an der Wand war das Kangeln. Kann sein. Habe ich sogar irgendwann auch mal gezeigt. Ich überlege tatsächlich gerade, welches Bild er meinen könnte, wenn du reingehst, gleich rechts. Ach, ich glaube, ich weiß welches. Ist so ein altes Bild, ne? Er hatte es mal gezeigt, als er die Wand da durchbrechen wollte. Weil da war ja mal ein Durchbruch. Oder verwechsel ich das gerade? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Hing ja immer so viel, da kannst du so viel angucken. Da hast du nicht auf ein einziges Bild geachtet. Hier Geraffel. Na, ist halt eine Luftaufnahme von meinem Haus quasi. Ah ja. Ja. Wie alt ist das? Das wurde vor meiner Geburt gemacht. Da war noch das alte Haus gestanden. So. Da gab es die Garage noch nicht. Ja, wo die vorher gewohnt haben, ne? Mein Großvater hat das Haus gebaut, da war mein Vater etwa 3 Jahre alt. Und davor haben die in dem alten Haus gewohnt. Und das Haus hat aber mein Vater abgerissen. Und hat dann die Garage dahingestellt, wo das Haus stand. Und dann kamst du und hast alles verkommen lassen. Innerhalb von nicht mal 10 Jahren. Ja. Soweit ich weiß, hat auch mein Vater erst den Hof gepflastert. Das war, glaube ich, auch vorher nicht gepflastert. Okay. Ja, Hudi hat da richtig Arbeit reingesteckt. Tja. Der hat mal locht, der wollte was aufbauen. Für sich, seine Familie, seine Kinder. Tja, schade nur, dass er keinerlei bekommen hat. Und bevor ich geboren wurde, war ja in unserem Haus, haben wir drei Generationen gewohnt. Dann nur noch eine und dann keine mehr. Wie lange geht das Haus schon? Das ist so ein Mehrgenerationshaushalt. Naja, meine Oma
hat drinnen gewohnt, mein Vater, beziehungsweise mein, eigentlich waren es sogar 4 Generationen, weil meine Mutter und mein Vater, fast, die waren 14 Jahre auseinander. Ja gut, und trotzdem eine Generation dann, ja. Ja, so gerade noch. Ja, ja. Ich glaube so ab 16 oder 17 Jahre macht man, glaube ich, einen Generationswechsel. Egal, jedenfalls, es ist halt so, dass sie da gewohnt haben halt. Und da hat meine Oma drin gewohnt, mein Vater und meine Großmutter, also meine Urgroßmutter. Ja, ja. Das gab es noch früher in den ganzen alten, oder heute auch noch, wenn in diesen alten Bauernhäusern immer, da ist das noch viel, dass die alle zusammen in einer Bude wohnen. In einer Bude jetzt nicht, aber halt in einem Haus. Ja, ja, meine ich ja. Bude ist für mich Haus. Bude ist normalerweise ein Zimmer. Ne, für mich ist es ein Haus. Oder Wohnung oder so. Ja, was heißt für dich? Das ist Dialekt eigentlich. Ja, nö. Also, keiner bei uns sagt man Bude zu so einer Wohnung, Haus, wie auch immer. Eine Bude halt so. So kenne ich das auch. Bude ist eigentlich ein Zimmer, nicht ein Haus. Vom Dialekt her zumindest. Naja, nee, ist eher so ein kleines Haus. Oder kann auch ein Raum sein. Ne? Würde ich mich jetzt nicht großartig drüber streiten. Also, ich wüsste halt, was gemeint ist. Wikipedia. Was sagt denn Wikipedia? Bude. Als Bude werden im Deutschen kleinere Gebäude oder Räume verschiedener Art bezeichnet. Bereits das 12. Jahrhundert kannte Buden als einfache, rasch aus Holz zusammengezimmerte Verkaufsstände auf Zeit. Ja, Jahrmarktsbuden halt, ne? Ja, ja. Und so weiter und so weiter. Und ja. Ja, wie gesagt, kleines Häuschen oder halt. Ein Zimmer kann auch eine Bude sein. Also ihr habt beide recht. Das ist im Fränkischen. Ja. Oh, hier nee. Nicht. Das Zimmer ist die Stube. Die Bude ist die Hütte, die Wohnung, was auch immer. Die Stumm oder die Bude? Stube, Rainer. Stube ist hier zum Beispiel wieder... Das sind beides ein Wort für ein Zimmer. Eine Stube ist eigentlich mehr so Kaserne. Zimmer gibt's... Stube gibt es ja in der Kaserne, Zimmer gibt es im Puff. So wurde es mir mal beigebracht. Weil Haus ist erhütten. Haus ist erhütten, ja. Haus ist erhütten, stumm und Bude ist ein Zimmer. Also wenn ich zu jemandem sage, ich gehe auf die Hütte, dann gehe ich stuhlen. Ja, das kannst du ja auch machen. Scheißhaushütte ist das dann. Was ist denn für ein Viech hier? Na, wir wollen doch nicht beleidigen. Ach so, ja, genau. Ja, witzig. Ich bin noch ein bisschen am Zocken. Wie schaut es jetzt mit dem Runterladen aus? Mann, mein Handy ist so langsam. Wieso, was lädst du denn runter? Hausflipper, weil ich jetzt gerade gesehen habe, also eigentlich lade ich Smite runter. Ich habe jetzt gerade, als ich mich auf Steam eingeloggt habe, gesehen. Moment, Rainerle ist... Es geht ins Internet über sein Handy und lädt da alles runter? Naja, er hat ja so einen Unlimited-Tarifvertrag für sein Handy, weil das muss man ja als YouTuber auf jeden Fall haben. Und darüber lädt er das alles runter. Ich dachte, er hätte tatsächlich irgendwie da... Eine Standleitung, also Internetleitung, ganz normal. Dass mir jemand das neue DLC geschenkt hat von Hausflipper. Ich installiere mir das mal schnell, weil das zu lange dauert. Der ist jemand geschenkt. Siehst du gleich, wenn es fertig runtergeladen ist. Okay. Smite ist auch ganz cool. Ja, doch. Eigentlich ist das nicht schlecht. Ja, weiß nicht. Habe ich nie jemanden gefunden, der das irgendwie mit mir zocken wollte und alleine hatte ich keinen Bock. Spielt. Ja, ich auch. Aber ich habe, glaube ich, meinen Account nochmal. Also ich habe noch einen Account von Steam natürlich,
Aber ich glaube, das ist nicht der gleiche gewesen. Das ist, der ist, glaube ich, nicht verknüpft worden. Muss ich schauen. Das war doch über Steam, das Spiel, ursprünglich schon. Ursprünglich nicht, nee. Ah, hier, House Flipper ist ja das, wo er diese Häuser virtuell renoviert, um sie dann zu verkaufen. Oh, stimmt, das war ja auch so utopisch und so ironisch, dass Rainerle, während er da in dieser Schimmelschanze gerockt hat, tatsächlich virtuell ein Haus renoviert hat. Unfassbar. Oder auch virtuell ein Haus gereinigt hat mit so einem Dampfstrahler. Also, weiß ich nicht. Ursprünglich in der Beta-Version konntest du es normal runterladen. Stimmt. Später kam es dann zu Steam. Ja, klar, habe ich recht. Erster Regel, der Drache hat immer recht. Genau. Regel Nummer 2, wenn Drache mal nicht recht hat, hat automatisch Regel 1 Kraft. Tritt automatisch Regel 1 in Kraft. Naja. Ja. Nur solange er sich vegan ernährt. Du, ne? Denkst du mal, wenn ich dich sehe, dann schiebe ich dir eine Wurst ins Gesicht. Aber kann ich gar nicht. Nee, das ist eine Mini-Winnie. Was für eine Wurst? Mini-Winnie, Alter. Das ist ein Meter-Brautwurst, Alter. Bitte gleich Mini-Winnie, Alter. Mini-Winnie-Würstchenkette. Ja. 16,5 ist kein Mini-Winnie, Alter. ich hätte schon erwartet, dass das kommt. Deiner, das sind schon lange keine 16,5 mehr. Das ist so im Fettpolster verschwunden, da, deine kleine Gurke. Selbst wenn das da mal 16,5 gewesen sein sollten, die sind einfach nicht vorhanden, Rainerle. Da schiebt sich das ganze Fett nach vorne und dann ist da nichts mehr vorhanden. Also der kleine Schrimp, der da rausschaut. Leider gibt es da ja Videos, mehr als mir lieb ist, die ich auch gesehen habe und die ich versuche zu verdrängen, immer und immer wieder. Aber sie kommen halt auch mal wieder hervor durch solche Sachen. Und um auf das Ursprüngliche zurückzukommen, Rainer, Mini-Winnie trifft es schon ganz gut. 16,5. Nie im Leben, kleiner Rainer. Es kommt drauf an, also, welchen Maß man misst. Ja, mit Rainers Maß. Aha. Kommst du jetzt mit einem 25 cm Ding an, oder was? 28 gleich, ja. Umfang. Ich bring dir mal mein Cocktail durch Spielzeug mit. Das Ding hat 35, Alter. Mal schauen, ob dir das gefällt. Viel Spaß euch. Ja, bei dir komme ich auch noch vorbei, keine Sorge. Ich wollte nicht gehen, ich wollte euch nur viel Spaß bei euren Spielchen wünschen. Ich habe schon gewusst, was du meinst, aber die anderen, Alter, eiskalt, alle, jo, tschüss. Ja. Habt ihr noch mehr mit mir vor, oder was, weil ihr jetzt gehen soll, oder wie? Ich glaube, die wollen intime Momente mit dir haben, das soll ich nicht hören. Ja, dabei hatte ich doch letzte Nacht erst mit dir, ne? War ich doch auch erstmal wieder. Kann ich mich daran erinnern. Ich weiß davon nichts, ich habe nichts gespürt. Ja, weil du betrunken warst. Gespürt hast du vielleicht nichts und gemerkt hast du vielleicht auch nichts, aber du hast ja auch geschlafen. Von daher, aber spricht jetzt nicht für 16,5 cm, wenn ich nichts spüre, Kollege. wenn du schläfst, spürst du doch nichts. Da stehst du auf, ne? Ich glaube, wenn da jemand vor allem diese 250 Kilo auch nur in der Nähe sind, vor allem riecht man das ja auch. Naja gut, im Schlaf riechst du ja nichts. Aber ich glaube, Rainer, du bist nicht wie eine Elfe, die da auf leisen Sohlen ins Schlafzimmer kommen kann. Eher ist das mehr so Bergtroll-mäßig, ne? Ich glaube, da wird jeder wach. Du kannst halt aber mit dem Arsch an der Wand schlafen, aber das nützt nichts, wenn du beim Schlafen den Mund offen lässt. Ja. Außerdem musst du dazu sagen, ne? Weißt du ja nicht, ob du in
Was hat Reinhold am Anfang nochmal gesagt? Die wissen nicht, wann Schluss ist. Die meisten. Ja. Nur mal so viel dazu. Was habe ich jetzt sagen wollen? Verdammt, du hast mich durcheinander gebracht mit dem Schlafen und Mund und so. Reinhold, das ist wieder Fantasien. Na, Rainer. Aber heute früh müsstest du doch eigentlich gespürt haben, dass da die Rosette brennt drin ist. Nee, oder dachtest du, das liegt daran, dass du wieder scharf gegessen hast, oder lag es daran, dass du wieder gedacht hast, du hast scharf gegessen? Nein, ich, mir geht's super, ich habe nichts gemerkt. Gar nichts, nicht das mal ein bisschen. Würde ich jetzt vor anderen auch behaupten, Alter. Letztes Mal hast du dich noch beschwert, dass er zu groß ist. Ich glaube, da verwechselst du mich ein bisschen. Das bezweifle ich. Das war dann vielleicht Ben, vielleicht gewechselt von Mod. Aber, das kann sein. Aber gut zu wissen, dass die 16,5 zu klein ist. Du musst das ja wissen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich glaube, du verwechselst mich ein bisschen mit Ben. Meine Güte. Fand ich für unwahrscheinlich. Finde ich nicht gut, aber wenn wir beide Mods sind, brauchst du uns nicht zu verwechseln. Ich verwechsel gar nichts. Wie hast du die 16,5? Wie hast du die 16,5 eigentlich gemessen? Mit dem Geodreieck? Nein. Nee, er hat es irgendwann mal eingetragen auf so einer Webseite. Das war ja dann sein Argument. Es sind 16,5, weil ich habe das mal eingetragen auf Metal Flirt oder was das war. Ich glaube, es war nicht mal Metal Flirt, aber ihr wisst schon. Mit einem Meter. Mit einem 3-Meter-Meter. Einer. 16,5. Keiner. Da brauche ich keinen 3-Meter-Meter oder irgendwas. Also der Witz funktioniert leider nicht, wenn du schon sagst, du hast 16, angebliche 16,5 Zentimeter. Hat gerade so gereicht. Keiner. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also wirklich mal so gar nicht. Zack. Wird ja nett zueinander, ne? Nett? Bist du im falschen Discord-Kollege? Ja, ich merk das schon. Heil den, ja. Ist mir so ekelhaft alles gerade, aber naja, gut. Wenn du das mit Christus-Sprüche anfängst, ne? Da drüben ist der X-Button. Mit was für Sprüchen? Wenn du das mit Christus-Sprüche anfängst, von wegen Heil den Herr und so, ne? Achso, ja, genau. Dann, da drüben ist der X-Button. X-Button, nee. Und jeder Christ verbrennt hier auch einfach, wenn er hier reinkommt, ne? Und Christ verbrennt schon, wenn er mich sieht, Alter. Ah. Ich bin mehr Satan als Satan höchstpersönlich. Naja, Rainer. Hast du was anderes erwartet? Schon. Ja. Irren ist ja bekanntlich menschlich. Ja. Gut, dass ich kein Mensch bin. Sondern Teufel oder Drache oder was jetzt noch? Ein Tier haben wir vor uns gelernt. Was für ein Tier? Nein, das höchste Wesen. Ihr, nicht vergessen. Ihr seid Dinger. Dinger? Ah, ja. Wie sagt man? Weiß ich nicht. Nee, ihr seid Säugetiere. Ich bin ein Reptil. Du bist ein Reptil? Okay. Also hast du die 16. Ach so, wegen Drache und so, ne? Ja. Boah, ein Trottel, ey. Also hast du die 16 von der falschen Stelle gemessen. Wenn du ein Reptil. Nö, das ist die Menschenform. Das ist die Menschenform gewesen. Boah, ist das cringe. Kannst du den auch abwerfen und dann dann wächst er nach? Ich bin noch keine. Ey, solche Unterhaltung hatte ich, glaube ich, das letzte Mal mit 14 oder 15. Aber dieser Mensch, der ist bald 34. Einer. Ein Reptil, hast du gesagt. Ich bin noch keine Eidechse. Ich sag ja Reptil, aber keine Eidechse. Ah. Ich mache nur Eidechsen. Das ist ja fast wie beim Leprakranken. Hast du eine Schlange in den Schwanz abwerfen sehen? Also? Hast du eine Schlange in den Schwanz abwerfen sehen? Oder was? Diese Schlangen? Ich dachte, wir reden von Drachen. Nur Dinge. Das machen nur Eidechsen.
Es gibt ja auch unter Reptilien verschiedene Arten. Also ist es bei dir quasi wie beim Leprakranken, da zu seiner Frau sagt, lass stecken, komm morgen wieder. Na. Ich sagte gerade, dass ich kein... Was ist daran so schön zu verstehen? Ich habe gerade gesagt, dass ich keine Eidechse bin. Drachen lassen nicht ihre Gliedmaßen abfallen. Wenn du am Drachen ein Gliedmaß abfällst, dann ist es das Letzte, was du getan hast. Hab jetzt so... Das ist es anders. Ich habe jetzt so mit Drachen noch keine Erfahrung sammeln können. Okay. Ich gebe doch genug Lieferungen von uns. Ich kenne nur Tabaluga. Hast du den schon mal seinen Schwanz abfallen sehen? Nö. Aber ich habe ihn schon mal live gesehen. Also, das Kostüm. Als Kind tatsächlich war ich mal auf so einer Tabaluga. Die sind ja auch mal durchs Land getourt, also durch Deutschland. Da war ich auch mal tatsächlich auf so einem Tabaluga. Erfolge? Ne? So eine Aufnahme von Tabaluga. Die waren mal bei uns in der Nähe. Und dann war das so Outdoor und alle konnten da hin und durften da dieses Spiel spielen. Ja, war ganz nett. Ja. Nur mal so viel dazu, weiß ich auch nicht. Es ist halt momentan schrecklich Fremdscham. Das Beispiel, warst du von dem schon mal gesehen, dass er seinen Schwanz abwirft? Von wem? Was? Ja. Das ist das Beispiel, warst du von dem schon mal gesehen, dass er seinen Schwanz abwirft? Ja. Das wäre auch ein bisschen fehl am Platz in den Schoß. Ja. Na, wäre ein bisschen komisch, ne? Bist du? In dieser Kinderserie? Ja, Rainer. Das kommt dann erst ab 22 Uhr. Hast du denn schon mal eine Schlange ihren Schwanz abwerfen sehen? Ist auch ein Reptil. Oder ein Krokodil? Also bei einer Blindschleiche tatsächlich. Ja, aber eine Blindschleiche ist eine Eidechse. Eine Blindschleiche ist eine Eidechse. Kannst du gerne nachgoogeln. Ja, haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Blindschleiche gilt nicht als Schlange, sie gilt als Eidechse. Herzlichen Glückstrumpf. Bitte? Ich habe gesagt, herzlichen Glückstrumpf. Ah. Ich bin nicht so schlau, wie ich aussehe, wollte ich gerade sagen. Ich bin nicht so dumm, wie ich aussehe. Nee, Rainer, der erste Satz war schon richtig. Bin ich so schlau, wie ich aussehe? Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wieso? Ja, wegen der Eidechsengeschichte. Ja. Achso. Ja, weil ich schlauer bin. Hallo, ich bin Professor Schwein. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend was essen gehen soll oder ob ich mir selber was mache. Ich weiß es nicht. Oh, gut, dass du mich dran erinnerst. Ich wollte gerade was essen. Ja. Ich gehe heute Abend noch essen. Okay. Wohin? Also was? Ja. Was denn? Mit Arbeitskollegen bin ich irgendwie unterwegs. Ja. Und warum hört man sich irgendwie doppelt oder so? Was war das denn gerade? Ich glaube, da hat nur jemand dazwischen geredet. Ach so. Ja, klang so komisch deswegen. Nee, wie gesagt, also mit Arbeitskollegen bin ich unterwegs und ja, ganz normal, Hausmannskost würde ich jetzt sagen. Okay, jo. Ich verstehe auch nicht, warum Rainer diese Stimmen nicht wiedererkennt. Der Lord mit dem hohen IQ in Stimmenerkennung, ne? Also wir haben uns ja jetzt schon öfter Discord-Leaks angehört und diese Stimme ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre dabei. Also ich weiß nicht, die wollen schlagen irgendwas vor. So. Ich weiß noch nicht so richtig, wo. Die wollen das später dann erst schreiben. So. Gesundheit. Was das war? Süß sauer. Das war ein Huster. Süß sauer. Hühnchen süß sauer gibt's heute bei mir. Schön mit gebratenen Nudeln. Wo ist denn was vom China? Welches Fertiggericht hast du dir diesmal gezaubert, Reinhard? Ja, Mann. Entweder das oder ich lasse es mir bringen, mal schauen. Ah, du bist artig. Gehst du heute doch nicht mehr raus, oder? Der Lord lässt es sich bringen. Rainer, du sagst doch immer, du hast kein Geld. Du musst doch sparen.
Nein. Was? Hm? Nee, ich kann doch nicht in einen Laden gehen, Mensch. Außerdem ist der nächste Laden hier irgendwie 2 Kilometer entfernt oder so. Und wolltest du nicht gerade eben noch rausgehen, eine Stunde lang? So. Ja, bis dahin so, ist es kalt. Vor zu laufen. Ach, das ist kotzen, wenn man nicht einfach rennen kann, wo man will, ne? Also das ist echt freudig. Ist vor allem freudig, wenn man kein Auto hat. Oder keinen Führerschein, besser gesagt. Ja. Brauchst du doch auch nicht. Also ich weiß gar nicht, ich verstehe auch nicht, warum du immer an diesem Führerschein oder dem Auto hängst. Es war ja letztes Jahr, hattest du das ja beides und es hat sich nichts geändert oder irgendetwas verbessert. Auch als du deinen Kanal verloren hattest da. Also da hat sich ja nicht wie ein Wunder, hast sich dann neuer Content eröffnet, weil du jetzt mit dem Auto rumgefahren bist. Nein, das war einfach nur derselbe Mist wie immer. Keine Ahnung, warum du an diesem Auto und Führerschein so festhängst, dass, wenn du den hast, da die große Qualitätsoffensive startet. Aber gut. Ach man, wie sollen die denn? Die sollen mich jetzt nicht nerven. In der Stadt würde es ja sogar gehen mit dem Auto. Ohne Auto. Und in der Stadt brauchst du ja nicht mal ein Auto. Eigentlich. In der Stadt bist du mit dem Auto. Ja, es würde aber auch gehen, weil man in der Stadt ja diese Carsharings hat. Ach so, meint er das. So mit dem Auto. Ja, und dann kannst du mit den Carsharing-Autos vor den Hatern flüchten? Oder wie hast du dir das vorgestellt? Ja. So, wenn wobei, wir wobei Carsharing aber in dem Fall der falsche Begriff ist. Du meinst Uber. Was? Nein, Carsharing. Wenn ich meinen Führerschein habe, dann kann ich doch Carsharing nutzen. Wenn, ja, so rum ist richtig. Ich dachte, du meinst jetzt auf die aktuelle Situation. Hä, davon haben wir doch gerade geredet. Also ich weiß, wenn man kein Auto hat, beziehungsweise keinen Führerschein. Obwohl, wenn es anders wäre, könnte ich ja Carsharing nutzen, habe ich gesagt. Dann, ja, richtig, genau. Ja, so war der Kontext. Hm. Ruhig bleiben, alle haben es falsch verstanden. Ja, aber keine Ahnung, besteht denn die Möglichkeit, dass du den überhaupt jetzt so schnell wiederkriegst? Ich meine, ich weiß nicht, ich habe noch nie so eine MPU gemacht, aber... Er braucht doch nur 1400 Euro und dann wird alles gut. Ah ja, und ein paar tausend Euro braucht er dann auch noch für ein neues Auto. Dann wird alles wieder gut. Ich kenne das so vom Kollegen und der ist auf jeden Fall das erste Mal direkt durchgefallen. Ja. So wie Rainer. Rainer wird doch im Leben nicht diese MPU absolvieren. Ihr wisst es vielleicht, Reinhold hat 4 Anläufe gebraucht, um seinen Führerschein überhaupt bestehen zu können. Und jetzt soll er da zur MPU und die wollen halt hören, was hat er falsch gemacht und wer ist schuld. Die wollen halt, dass Reinhold reflektiert. Und wir wissen alle, das kann er nicht. Das wird nichts, absolut nichts. Der wird da ankommen und dann wird er, ja, weil die Hater. Ne? Ohne die Hater hätte ich das hier alles gar nicht, dann wäre ich hier der liebste Mensch überhaupt, weil die Hater, die sind voll doof und die haben mich dazu gebracht und gezwungen und so weiter und so weiter. Und dann musste ich ja mit dem Ford Blue über die Wiese fahren und versuchen, die da zu attackieren. So oder so ähnlich. Ich habe doch schon erklärt, dass ich meinen Führerschein eigentlich wieder kriegen könnte, wenn ich 1400 Euro hätte. Hm. Aber wie soll das gehen? Du musst doch theoretisch die MPU machen, oder nicht? Das geht doch nicht einfach mit bezahlen. Du kannst ja den. Ich muss die MPU machen, ja, aber bevor ich jetzt das alles anfangen kann, muss ich, damit ich überhaupt die Wiedererteilung und alles habe und auch loslegen kann mit allem drum und dran, muss ich ja erstmal Geld in die Hand nehmen, weil ich ja auch den Vorbereitungskurs und alles machen muss. Wie stellst du dir das vor? Das kostet alles Geld. Ja, ich brauche jetzt insgesamt 1400 Euro, damit ich loslegen kann. Dann habe ich in 4 Wochen meinen Schein mit da. Nein, wie stellst du dir das eigentlich vor, all diese Sachen zu bezahlen ohne Arbeit? Hm? Ja. Was? Also ist das der Vorbereitungskurs, der so viel kostet, oder wie? Ja, es ist nicht nur der Vorbereitungskurs, es ist auch allgemein das
Das ist allgemein das Ganze halt. Also der Vorbereitungskurs, die Wiedererteilung selber kostet schon mal 100 Euro oder 120 Euro und so weiter und so fort. Naja, aber das sind ja keine 1400 Euro. Außerdem hast du gesagt, es ist ja nicht nur 1400 Euro, den Rest, den kann ich ja abstottern, irgendwie in Raten, aber die 1400 Euro muss ich direkt bezahlen. Gucke gerade, ich habe mal gegoogelt, was kostet denn so eine MPU? MPU-Beratungsgespräch kostet hier zwischen 799 und 1300 Euro. Uiuiuiui. Ah, wahrscheinlich so mit, Kommt drauf an, ob du so ein, anscheinend so ein Gruppending nimmst oder Einzelgespräch. Ich kenn das nicht mal. Anwaltskosten muss man auch noch zahlen. Anwaltskosten? Und dann erst kann ich loslegen. Ja. Was denn für Anwaltskosten? Wieso musst du denn für eine MPU Anwaltskosten bezahlen? Ich was verpasst? Ja, eine MPU, ein Anwalt. Na, es kommt darauf an. Wenn du dagegen klagen willst oder rechtlich dagegen vorgehen musst oder rechtlich irgendwelche Sachen brauchst, dann ja. So, ich gehe mal kurz auf Pullern, ich bin gleich wieder da. Warte, was? Einen habe ich jetzt richtig verstanden, dass du gegen die MPU klagen willst? Okay, viel Glück. Du, viel Spaß. Viel Erfolg. Das wär's ja. Einer, der will gegen die MPU klagen. Kennt ihr das Lied? Ich hab's jetzt nicht erkannt an dem Summen, aber. Werner mit, oh, wie hieß denn das? Schrauben drehen, Muttern drehen, ich weiß nicht, wie das ist. Guck mal. Schrauben drehen, Muttern drehen. Ist. Schrauben drehen, Muttern drehen. Ich lass mal rein. Hab's doch in der Werkstatt stehen. Hallo? Kann's bis jetzt noch nicht. Nie Werner geguckt, oder was? Nee. Bildungslücke. Die größte Unterhaltungskunst verpasst. Nach Elsterglanz. Hallo? Was denn? Hallo, ne? Er hört. Super Hallöchen. Ist gerade jemand dazugekommen? Ja. Wobei ich sagen muss, Werner kommt meiner Meinung nach noch vor als der Glanz. Was ist mit Werner? Wir haben gerade über Werner gesprochen. Werner, hallo? Also Elsterglanz bin ich tatsächlich raus, habe ich nie so wirklich geschaut. Und nee. Aber Werner, klar. So ein Wasserverbrauch. Pullon gegangen und das Wasser läuft weiter. Wenn überhaupt, ist es Pixelverbrauch. Spielt Rainer da wieder. Wenn das Greta sehen würde. Was ist Greta? Thunberg. Die gute. Sagt mir nichts. Oh, dieser Mensch ist eine einzige Bildungslücke. Kann man so weltfremd sein? Also wirklich so unfassbar weltfremd und nicht mal die einfachsten aktuellen Menschen kennen. Na, hier diese komischen Klimaspinner da. Ja, ganz dicht, so ein bisschen. Kennt ihr 50 Cent eigentlich? Nein, kennt man nicht. Auf gar keinen. Ja, Rainer, aber Greta Thunberg kennst du nicht, ne? Alter. Was ist mit dir? Kennt ihr 50 Cent? Kannst du gleich fragen, ob man Brad Pitt kennt? Wer ist das? Ja. Ich hab gewusst, dass irgendjemand. Ich hab gewusst, dass irgendjemand jetzt so einen Spruch bringt. Brad Pitt ist krass, der ist wirklich. Pitt Brett. Das ist auch ein guter Spruch. Fight Club. Damit.
Darüber redet man nicht. Nicht. Wollte ich gerade sagen, ja. Hast die erste Regel gebrochen. Das haben sie ja in Ding auch gebracht, ne? In der Serie von Drachenzähmen leicht gemacht. Ja. Da haben sie das gebracht mit erste Regel des Drachenflugclubs. Es gibt keinen Drachenflugclub. Womit die weniger intelligenten. Ja, ja, das gibt es in vielen Filmen. Wobei das in vielen, vielen Dingern. Die Anspielung vom Fight Club gibt es, glaube ich, in sehr, sehr vielen Filmen, Reinhard. Erwähnt. Cool. Guido? Ja? Ich habe dir gerade mal was geschickt. Ja, warte, ich guck mal. Ach was. Ist cool, oder? Mhm. Joa. So. Gucken wir das mal eben kurz an. Ja, bis jetzt ist dieser Discord League ja, 5 von 10, weiß ich noch nicht. Bis jetzt war es eher. Ach, wie cool. Fremdcharm. Ja. Na, mal sehen, vielleicht kommt da ja noch ein bisschen mehr. Wir sind ja erst bei der Hälfte. Ah, Leute, was macht ihr denn gerade so? Masturbieren. Hallo, ich bin Rainer, ich bin sehr ekelhaft. Logisch. 24-7 am Wichsen. Hast du noch nie die Hater-Videos gesehen, oder? Ich hab mir gerade ein Video angeguckt. Ich meine, das ist ja auch gar nicht so weit fernab der Realität. Das ist halt einfach tatsächlich so. Rainer, der macht ja den ganzen Tag nichts anderes, außer da Socken fressen und wichsen. Ne? Ja. Das ist Rainers Lebensinhalt quasi. Und ich denke mal jetzt sogar vermehrt, den man da ja anscheinend nicht aus dieser Bude oder, sorry Rainer, aus diesem Zimmer rausgeht. Spielt den ganzen Tag nur. Herzlichen Glückwunsch, du hast dir ein Video angeguckt. Herzlichen Glückwunsch. Nur League of Legends. Ja, ich habe mir ein Video angeguckt von einem thailändischen Bordell. Ja, danke schön, Rainer. Danke. Bitte. Lass dich unterbrechen. Ja, nicht unterbrechen. Schön. Ja, du auch nicht. Warum sollte ich mich unterbrechen lassen? Nee. Lass das mal lieber. Mach ich doch nicht. Gut, jetzt erzähle ich dir auch nicht, was da Cooles ist. Ich schicke dir das jetzt auch nicht. Was hast du jetzt davon? Boah, das wird mich jetzt mein Leben lang verfolgen. Nein, das will ich jetzt nicht mehr. Nö. Gut, dann bin ich jetzt mal mute. Auf jeden Fall grault. Schrecklich, ja. Ganz schlimm, wenn Reinhard nicht da ist. Ach ja. Nein, ich hab mit meinen Mod-Rechten hab ich Rainer jetzt gestummt. Ach so. Träum weiter, du Vogel. Jetzt habe ich wieder entstummt. Jetzt habe ich wieder gestummt. Na gut, wenn Rainer jetzt nicht widerspricht, dann verpflichtet er sich. Mach ich. Auf jeden Fall. Als ob ich dir nicht widersprechen würde, ey. Hallo? 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 Oh, wahrscheinlich muss man auch wirklich ein Niveau sein mit Rainer, das in irgendeiner Form witzig zu finden. Es ist ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ja, es ist wirklich anstrengend, euch zu lauschen. Demon oder Demütigung, bitte mehr Ogre-Reinrufe. Ich glaube, Herr Chef ist, ne? So, jetzt kommen wir mal wieder hier zurück. Ich bin Herr Chef, bevor du mich nicht unterbrochen. Ja, du unterbrichst mich hier die ganze Zeit. Dann lass dich doch nicht unterbrechen. Nee, lass ich auch nicht. Ich mache nichts dafür, wenn du redest. So, sind wir jetzt fertig? Wenn du mir immer reinredest, keine. Oh, kommt also, was nicht. Ich schicke dir gleich ein Video.
dort ist ein thailändisches Bordell und da hören die tatsächlich von dir. Quatsch. Echt? Du weißt, dass ich nicht auf links gehe. Egal von wem. Nein. Ja, als ob ich dir noch nie einen Link geschickt habe. Ich gehe nicht auf irgendwelche Links. Ja, dann lade ich das Video runter und schicke dir das so. Auch nicht. Kannst du mir sagen, wo ich es finde, dann schaue ich es mir halt an. Auch nicht, dann schaue ich es mir, ich schaue es mir halt einfach so an. Wo finde ich das dann? Ja. Na, wo finde ich das? Ja. Auf streamable.com. Streamable. Grüße aus Thailand. Ach, ich habe es als Video jetzt runtergeladen. Ich kann es auch einfach als Videodatei schicken. Oder streamst doch kurz im Discord. Nee. Mal reingucken. Ich kann jetzt hier gerade nicht streamen. Ich bin über am Handy drin. Außerdem darfst du und Drache nicht so sehr ablenken. Da muss noch ein Rügenwalder Mühlen-Song für seinen Stream heute Abend auswendig lernen. Gute Idee. Wie heißt das? Streamable. Ja, ich hab's runtergeladen. Ich hab's runtergeladen, alles gut. Dafür musst du auch nichts machen, warte. Ja, sag's mir halt, ich hab's doch gerade da. Brauchst du mir nicht schicken. Ich will nicht als irgendwas geschickt bekommen. Sag's mir halt einfach, wie es heißt, ja, dann such ich's. Also Stream wieder Stream. Ist ja gut. Ja. A-B-I-L? Oder A-B-L-E. A-B-L-E. Okay, und das Grüße aus Thailand. Und komm, ja, und dann Grüße aus Thailand. Das sind das für komische Seiten. Ja, keine Ahnung. Ich kann ja auch bei Streamable anscheinend gar nicht suchen. Oder? Kann man da was suchen? Muss man sich da einloggen? Nee. Nö. Toll. Einer, lass dir das so einfach schicken, das Video, meine Güte. Ach ja. Naja. Ich bin auf der falschen Seite, ich sehe Sachen aus Thailand, die ich nicht sehen wollte. Ich kann mir ganz genau vorstellen, was. Ich mir auch. Ja, das glaube ich, Renate. Das glaube ich, dass du dir wieder Sachen vorstellst. Wie deprimierend muss das sein, wenn du abends eine Perle ausführst, einen Haufen Kohle investierst und dann hat die einen größeren wie du in der Hose. Alter, das wollte ich nicht sehen. Komisch, also ich bin jetzt hier auf der Webseite, aber ich kann nichts, ich kann keine Videos suchen. Ja, weil das eine Hosting-Plattform ist. Ist auch nicht so wichtig. Also, alles gut. Ja. Du hast mich für den Rest meines Lebens verstört. Are you Ladyboy? Ich fand's nur cool, dass die da wirklich in Thailand im Bordell sitzen und sich wirklich Skirske anhören. Also es ist nicht irgendwie reingeschnitten, sondern sie hören sich das wirklich an. Frau, gehen Sie da vielleicht jemand ein bisschen so mit Musikboxen aus und mit dem Auto so? Ja, weil, kennt ihr bei euch jemanden, die so ein bisschen mit Musikboxen und so autotechnisch aus? Nee, naja. Ja, okay, weil ich habe mir nämlich überlegt, dass ich mal so eine Musikbox ins Auto rein tue. Und ich weiß nicht, ob es vom Strom her und so passt. Weil nicht, dass so eine Akkulage vom Auto oder irgendwie oder von der Batterie oder der Lautsprecher an sich. Das heutzutage echt noch so ein Ding? Kommt drauf an, ne? In welcher Szene du dich bewegst.
Und wie alt du bist wahrscheinlich auch. Bist du mit deiner Lautsprecher im Auto oder was? Ja, keine Ahnung. Ja, also von dem, wo ich habe, sind halt die Lautsprecher grotten schlecht, haben nicht einmal Bass und Höhen und Tiefen sind auch echt scheiße. Und die neue JBL Encore, die ist rausgekommen, oder gibt's schon länger, keine Ahnung. Und für 300 Euro sind schon gute Lautsprecher. Kofferraum hinten, zwei Stück gar nicht, das geht schon. Kannst ja Rainer fragen, der baut die dir ein. Der kennt sich ja aus mit Autos. Und allem. Eigentlich mit allem. Also ja, ich finde nix. Ja, alles gut. Ja, wie gesagt, so wichtig war es auch nicht. Das war, ich fand es einfach nur witzig. Nicht, dass du jetzt noch mehr Zeit reinsteckst. Ja, mich jetzt schon interessiert. Ja, dann lass dir das Video doch schicken. Er hat es dir doch angeboten, Rainer. Wo ist denn das Problem? Du musst ja nicht mal auf diesen doofen Link klicken, sondern er schickt dir das Video sogar. Er hat es runtergeladen. Meine Güte. Also wirklich. Jetzt suche ich das, wenn die schon so kommt. Ist das so eine Streamable? Ja, soll ich den Link eben schicken? Ja, warte, ich suche das eben mal hier. No credit, bla bla. Die Scheiße. Warte, ich schicke dir das und dann kannst du das streamen. Kann ich das streamen? Warte. Ja, wenn du am Rechner bist, ja. Ich kann hier aber nicht streamen hier im Raum. Achso, dann hast du hier. Nee, kannst hier auch nicht streamen. Das soll ja auch keiner. Es soll hier generell keiner streamen. Außer Rainer. Jetzt haben wir wieder irgendwelche Spezies wie damals, die hergehen und irgendwelche Pornos streamen. Und ich krieg wieder den Anschluss dafür. Ja. Na, das war, ich lach da nicht drüber, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich meine, das ist irgendwo, ist das immer, wenn man sich das so überlegt, das ist irgendwo witzig, aber klar, für dich ist halt scheiße. Für mich ist es extrem scheiße, weil ich dadurch auch meinen Account verlieren kann. Ja, ich weiß. Und den Stream und den Discord noch dazu und das muss einfach nicht sein. Ja, das stimmt. Wie schaut es eigentlich aus? Wenn jetzt da das Abo auslaufen darf für TikTok, darf man dann da auf dem Kanal, auf dem Discord herumbleiben oder fliegt man dann automatisch aus? Du fliegst automatisch raus. Ja. Okay. Das ist nur für die Abonnenten. Na ja, okay, verstehe. Sicherst du dir ja quasi deine Einnahmequelle mit so ein bisschen, ne? Darum geht's nicht. Es geht darum, dass halt die Leute nur da drauf sein sollen, wenn sie Discord sind. Wenn sie Abonnenten sind. Und es soll halt auch keine Ausnahmen geben, weil das wäre ja ungerecht denen gegenüber, die monatlich zahlen. Ja. Was nimmt man eigentlich TikTok so an sich? Weil von den 6 Euro, wo man da zahlt, glaube ich, kriegt man nicht alles, oder? Schätzt mal die Hälfte, oder? Über die Hälfte sogar. Darum geht's doch nicht. Wenn man so ein, wenn man da irgendwas kauft, dann nimmt er gleich Twitch Hälften oder so ein. Ich weiß nicht, ob es bei TikTok auch so ist. Bei jeder Plattform, weil die müssen ja auch ihre Sachen zahlen. Die armen Plattformen, ja. Oh, ich hab Hunger. Ich hab auch langsam Hunger. Ich muss dann auch mal langsam schauen, dass ich mir mal Essen organisiere. Der Anruf, der wird halt wohl nicht mal kommen. Was für ein Anruf denn? Ich glaube, ich lasse den Stream aber auch ausfallen, glaube ich. Bis 3 Tage ineinander gestreamt, das muss erst mal reichen für einen Tag. Oh nö. Oh doch. Toll, gerade jetzt habe ich heute Abend Zeit. Einer der Streams sind momentan so, kann man sich einfach teilweise nicht antun. Ich habe heute reingeschaut, am 22. hat er ja wieder einen Stream gestartet, wo er tatsächlich die ganze Zeit gesungen hat und dann auch
mit seinen Abonnenten da, also die angemacht hat. Und dann fragt er auch noch, wo war ich denn gemein oder ähnliches? Ah. Es ist schlimm. Es ist einfach gerade nur schlimm. Reinhold hat irgendwie wieder so ein kleines Hoch. Naja, auch das gibt sich wieder. So, mein Lieber. Wie bitte? Ich gehe nochmal essen. Alles das ja. Nennt man Schicksal, mein lieber Ade. Ja, merkt das schon. Tschüss. Ja, Rainer, das nennt man Schicksal. Was für einen Anruf hast du denn gewartet? Ich arbeite ja auch nebenbei, ne? Ich habe ja auch mein Privatleben. Hm? Wie meinst du, hast du einen Nebenjob noch so jetzt oder wie? Sweet Dings? Geht dich das irgendwas an? Ja, wir haben ja gerade drüber geredet, deswegen. Ja. Vor allem hat Rainer damit angefangen. Rainer, der hat damit angefangen, dass er über diesen Anruf geredet hat. Der kommt heute nicht mehr. Also, und dann, ja, ich arbeite ja. Geht dich das irgendwas an? Rainer, dann fang doch nicht damit an, wenn du da nicht drüber reden willst. Wir haben nicht drüber geredet. Ich habe gesagt, ich warte auf einen Anruf, der heute nicht mehr kommt. Da haben wir nicht drüber geredet, da habe ich lediglich etwas festgestellt. Ja, aber du hast es halt offen kommuniziert. Also mit den Leuten, mit denen du da redest. Also. Hä? Verstehe ich jetzt irgendwas nicht? Einfach nicht drüber reden. Ich habe festgestellt, was passieren wird oder nicht passieren wird. Ja, nee, ist okay. Nicht drüber reden zu tun. Alles gut. Doch, Rainer, und zwar, wenn du das festgestellt hast, dann kannst du es ja auch für dich behalten, wenn du da keine Rückfragen haben möchtest. Naja. Aber Rainer ist halt Rainer. Oh Gott, meine Augen brennen. Dann löscht sie doch. Ja. Hinzubringen. Ja, mach ich gleich. Du musst ja, halt Namen einheißen. Wenn sie Medium durch sind, ne? Was denn? Du musst halt Namen einheißen. Ja, lass sie durchbrennen. Bis sie Medium durch sind. Ja, ich mag sie Medium Rare. Die Augen Medium Rare, okay. Ja. Genau, sind Augen eigentlich vegan, ne? Nein, ja, wieder Fleisch. Aber Eiweiß. Och. Und Eiweiß. Aber vielleicht lade ich heute noch ein Video auf YouTube, auf TikTok hoch. Okay. Ja, machst du aber nicht. So, Empfehlung für ein Anime, den ich momentan nicht schaue. Welchen guckst du? Den habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber da kommt eine neue Staffel dieses Jahr noch raus. Anime-Gelaber. Hani Moria oder so. Ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird. Da müsste ich nochmal genau schauen. Ist aber so ein Love-Story-Anime. Mhm. Also, das ist was, was man mögen muss. Ja. Und ich stehe auf sowas von daher. Ja, das steht drauf. Jo, ist ja Geschmackssache, ne? Jeder, wie er es will. Ich habe in meinem Leben ja wenig genug Romantik, deswegen finde ich sowas immer ganz süß. Ja, vor allem ist es für dich Realitätsflucht, Rainer, oder Realitätsverdrängung, würde ich es mal eher behaupten. Ja. So einfach ist es. Ich dann ja auch oft genug so unbeholfen da. Wobei das keiner dieser klassischen, oh, ich falle auf dich drauf Animes ist. Oh, und plötzlich steckt das so ungefähr. Und das ist eher so ein bisschen süß und liebevoller gemacht. Was soll denn das für ein Anime sein? Ist das überhaupt nicht mehr dann so Hentai oder so? Ja. Zwischendurch zum Beispiel, seine Freundin ist ein bisschen dominant. So, und er steckt halt oft ein. Und dann stellt sich aber plötzlich irgendwann heraus, dass sie zwischendurch mal ganz geil drauf steht. Wenn er sie plötzlich anschreit und alles und er völlig überrumpelt davon
Er übertreibt teilweise total, aber sie steht halt voll drauf und er ist so, scheiße, Mann, was mache ich da? Es tut mir leid. Und dann schaut er sie an und sie einfach so ein Gesicht, das ist so voll zufrieden, voll befriedigt. Und das ist sau witzig halt. Ja, dann ist ein bisschen was anderes halt auch. Mhm. Ja, ja. Und ich finde auch die Synchronsprecher im Deutschen sehr geil. Sehr geil. Ich habe das jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Du hast gesagt, er wird nicht reingesteckt, aber er steckt gerne rein oder er steckt ein oder was? Da hast du komplett falsch zugehört. Es ging weder darum, dass er reinsteckt, noch dass er nicht reinsteckt. Ich sagte, das ist keiner dieser klassischen Animes, bei dem einer hinfällt, auf sie drauffällt, dann steckt so ungefähr. Mhm. Sondern das ist einfach ein Anime, der einfach ein bisschen sinnvoller noch gebaut ist. Oh. Also die einzigen Animes, beziehungsweise was ich da so in die Richtung kannte, das war das lustige Taschenbuch, da hat gar niemand was reingesteckt. Mhm. Ach, hier nebenan reißen sie Anime steckt normalerweise auch keiner rein, das ist ja dann ein bisschen Hentai. Ja, aber Rainer, du hast doch damit angefangen. Du hast doch diesen Vergleich gezogen, dass das nicht so ein klassischer Anime ist, wo er auf ihn drauffällt und dann reinsteckt. Hörst du dir eigentlich auch mal selber zu? Nein, tust du nicht. Oh. Die Möhren reißen sie gerade so ein riesen Grundstück ab. Oh, der Opa ist gestorben. Hm. Leider, der war gut drauf. Vielleicht also die immer schon den Mädels überlassen. Wie fährt man der denn gut drauf? Was? Was hat Reinhard gerade gesagt? Leider, der war gut drauf. Er hat dir immer seine Mädels überlassen. Ach so, hat er dir immer seine Mädels überlassen? Ich dachte, dann kann er mir ja... Okay. Ist beides. Beides. Wie fährt man der denn gut drauf? Hm. Ja, ich weiß nicht, der hat gute Sprüche drauf gehabt. Er hat mir immer... Ich habe da nur mal gearbeitet und das ist zufällig... Denn auch irgendwann mal mein Nachbar geworden, weil ich nebenan ein Häuschen gekauft habe. Und da bin ich dann hingefahren und der hat dann angerufen, wenn sein Fernseher nicht ging. Beim ersten Mal waren die Batterien von der Fernbedienung leer. Beim zweiten Mal war der Stecker vom Fernseher nicht eingesteckt. Und beim dritten Mal musste ich OK drücken wegen dem Software-Update. Und dann hat er mir mal erzählt, jedes Mal, ja, dass er was Rassiges wollte. Da hat er sich eine Waliserin geholt. Und so, der Frau steht daneben und grinst nur blöde. So, ja, alles klar. Ja, da haben ein paar gute Sprüche. Die Alten, Alten haben es Faustdick hinter die Ohren. Ja, ja. Hat mir dann nochmal erzählt, wer in der Nachbarschaft früher geil war, wer denn eine Stewardess war. Und da stand die Frau dann auch daneben, grinst nur blöde und weiß nicht, was sie sagen soll. Mhm. Aber den musste ich irgendwann mal aus der Wanne hieven. Da konnte er nicht mehr, kam er nicht mehr aus der Wanne. Und kurz danach ist er auch irgendwann gestorben. Hm. Ja, schade, aber der war auch schon alt. Und die Frau lebt jetzt noch mal, lebt auch noch mal, oder was? Doch, doch, die lebt noch. Die lebt noch. Ich weiß nur nicht, wo sie jetzt hin ist tatsächlich, weil die hatten auch gar keine Verwandten hier, glaube ich. Die einzige Tochter, die hatten, die hat weit weg gewohnt. Also hunderte Kilometer, ne? Vielleicht ja, ist sie da in die Richtung. Ja, ja, da in die Richtung wahrscheinlich. Schätze ich mal. Die haben hier so ein, weiß nicht, 4.000, 5.000 Quadratmeter Grundstück hinterlassen jetzt. Jetzt kommen hier Mehrfamilienhäuser und sowas hin. Hm. Jo. Kommt vielleicht neues Leben hier in die Bude. Frischfleisch. Ja. Vielleicht findest du ja ein paar geile Weiber. Sagst nochmal Bescheid, ich komme vorbei. Ja. Sagen wir uns nochmal ein paar geile Weiber. Der Notgeile rein alle wieder. Ja, ja, ich sag dir dann Bescheid. Ordentlich ein Dreier oder Vierer hinziehen. Ja, ich lasse dir hier ein Zimmer frei. Kannst du hier rüberkommen. Oh. Ja, ich bin ja auch immer auf dem Sprung, von daher. Mhm. Trifft sich das bestimmt auch mal. Ja, ja. Das würde rein oder wahrscheinlich sogar machen. Nicht rumrammeln. Wenn du irgendwo ja, im Norden bist, dann sagst du mal Bescheid. Logisch. So. Ich wollte gerade sagen, du willst ja jetzt bloß hin wegen der Gang Stewardess.
Die ist jetzt aber bestimmt auch schon ein bisschen älter. Die ist älter, ja. Wenn ihr ganz du das jetzt nicht, aber ich stehe eh auf Ältere, also von daher. Ja, ich glaube, die ist schon Oma-mäßig drauf, also. Ja, die war in seinem Alter. Ja, ich weiß nicht, findest du eine 80-Jährige heißt geil? Hat auch Bock auf Sex? Immer ja. Boah, der Mensch ist so ekelhaft. Es ist widerwärtiger. Ah. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da knackt es zu viel. Gebiss raus, da geht das schon. Ja. Der ist so gestört in seiner Sexualität. Das ist unfassbar. Naja. Ich bin mal weg, ich will noch ein bisschen zocken. Ciao. Hau rein. Ja. Mal raus, hat die Zunge frei spielt. Es ist wahrscheinlich aber auch dieser ganze Konsum, den er aus dem Internet hat. Also wirklich, der braucht wahrscheinlich mittlerweile nur noch das Extreme, um überhaupt da den kleinen Speer da hochzukriegen. Ihr wisst doch nicht, was gut ist. Ich meine, aber Krust ist auch Alter, ne? Boah. Wie sagt man so schön, ne? Auf dem alten Gaul lernst du das Reiten, sagt man bei uns. Ja, auf alten Schiffen lernst du das Segeln. Bei uns sagt man, auf alten Schiffen lernst du Segeln, aber auf noch älteren gehst du unter. Ich sag immer, so geile werden heutzutage nicht mehr gebaut. Wir reden von Schiffen, ne? Ja, Rainer. Also ganz ehrlich, bis jetzt sehe ich dieses Rating 5 noch nicht. Also es ist mehr so eine 2. Ne? Also, weiß ich nicht. Ja, doch, wird schon noch. Bis jetzt ist es eigentlich eher so ekelhaft und langweilig. Naja, wir haben ja noch ein paar Minuten, 20 Minuten Discord League müssen wir noch durchziehen hier. Gebaut. Ich bin jedenfalls der Meinung, dass man mit der Mehrheit der Jugendlichen heutzutage nicht mehr viel anfangen kann. Die Mehrheit? Ja, Herr Reinhard, die Jugendlichen wollen doch mit dir auch nichts zu tun haben. Die Mehrheit der Jugendlichen. Das? Ja, also viele. Es ist halt vor allem so, ich merke das halt vor allem bei diesen Partnerbörsenseiten. Da melden sich immer nur die jungen Leute bei dir, ne? Die sagen dir halt, was du hören willst und am Ende ziehen sie kurz vorher den Schwanz an. Oder halt die Mumu oder was auch immer. Okay. Was? Also meiner Erfahrung nach macht das keinen Sinn. Ja, finde ich nicht so. Ich habe nicht so Erfahrung mit gemacht. Dafür habe ich nur fast nur solche. Und deswegen bist du jetzt mit deinem kleinen Ruderboot da unterwegs und zu den großen Fregatten, zu den alten, oder was? Ich stehe schon immer auf Ältere. Ich habe auch schon mit 18 fand ich auch schon die ganzen alten Weiber geiler. Klar. Kann mit den Gleichaltrigen oder mit den Jüngeren eigentlich nur wenig anfangen. Deswegen warst du auch immer spitz auf diese anderen Frauen in deiner Clique da und auch als du auf den Festen warst und ähnliches, da hast du ja auch versucht, wie hieß sie denn nochmal? Weiß es nicht mehr. Einer, der hat mein ganzes Gehirn gerade ein bisschen ausgesaugt. Ariella, so hieß sie, meine Güte. Da hast du ja auch Rock am Herzfeldsee, bist du ja auch wütend abgedampft, nachdem Ariella dir da nicht die Aufmerksamkeit geschenkt hat, die du so gerne wolltest. Ja, Rennele, ja. Es gibt nur eine einzige Ausnahme. Aber die sind doch jetzt da trocken, wo die früher mal feucht waren und da feucht, wo sie früher trocken waren. Also zuallererst einmal trifft das definitiv nicht auf alle zu. Und zweitens, es gibt ja auch Aushilfsmöglichkeiten, ne? Das heißt ja nicht, dass sie keinen Bock mehr haben. Und dann nehmen sie halt Rainer, ja. Oh Mann. Oder? Oder? Oder täusche ich mich? Ich weiß nicht, ich habe erst gefrühstückt. Ich mag mir das jetzt ehrlich gesagt gerade nicht vorstellen. Das wird gerade ein bisschen flau im Magen.
jetzt frühstücken. Um die Uhrzeit. Nee, der ist schon seit 2 Stunden am Frühstücken. Der frühstückt schon seit 2 Stunden. Der macht ein fettes Breakfast, glaube ich. Bacon. Und nicht von einer Stunde. Um 2 bin ich reingekommen. Jetzt haben wir fast 16, jetzt haben wir fast 17 Uhr. Ich glaube, ich hab um 3 angefangen mit meinem Crunch. Ist aber noch nicht weg. Ich sag doch, der ist verflossen. Nee, der Sinn und Zweck davon ist ja, das schön in die Länge zu ziehen. Also quasi erstmal ein bisschen kalt essen, was so Semmel und so ist, und dann anschließend mal zum Süppchen und dann zu was Deftigeren übergehen. Das ist Brunch, und Brunch ist jetzt sowas ähnliches wie, was heißt was ähnliches? Brunch ist eine Mischung aus Frühstück und Mittagessen. Das ist ein Brunch. Da lässt man sich extrem lange Zeit und geht brunchen. Das ist in den USA ziemlich beliebt. Und bei mir ist es eben halt deutsch. Entschuldige. Ja. Alles gut. Es gibt halt auch in den USA ganze Restaurantketten, die Brunch anbieten. Würde auch zum Beispiel mal in der Serie, kennt ihr vielleicht, aber zum Beispiel auch in der Serie von, wie sagt man? Na. How I Met Your Mother, aber das sogar mal thematisiert kurz. Naja, gibt es aber auch hier in Deutschland gibt's auch einige Restaurants. Ja, das gibt es aber auch bei uns in vielen Restaurants, dass das angeboten wird. Und genau, das, meistens natürlich sonntags. Bei mir aber so ist, dass ich ja meistens von Nacht beziehungsweise früh dann bis Nachmittag arbeite oder wie auch immer das unterschiedlich ist, ist dann halt mein Brunch von Nachmittag bis Abend und zieht sich halt dementsprechend auch mal 2-3 Stunden hin. Hast du da eigentlich eine Erfahrung mit richtig Älteren, weil du das gesagt hast, dass das so dein Ding ist? Mit ein paar, ja. Ja, klar. Also mal abgesehen davon, kommt jetzt noch an, dass du eine richtige Ältere verstehst, aber meine Beziehungen sind alle Ältere gewesen. Ich habe mit keiner einzigen was gehabt, die jünger war als ich. Naja, weil wir jetzt gerade das Thema 80 hatten. Ja, mit so einer alten Frau habe ich noch nichts gehabt, aber ich fände jetzt auch kein Problem damit. Nee. Wenn sie Bock drauf hat und so. Kommt eben. Also. Einer ist das ja immer so, diese kleine Schutzbehauptung, ja, ich stehe ja nur auf Ältere, weil er ja damals ja auch diesen Spruch gebracht hat, es gibt nichts zu jung und so weiter und so weiter. Deswegen sagt er, ja, ich stehe ja nur auf Ältere. Ja, aber auch seine ganzen Anime-Bilder, die er da mal veröffentlicht hat, die sind schon gefährlich nahe an der Illegalität, so zumindest was das Alter so zeigt. Und ich glaube einfach, das ist immer eine Schutzbehauptung von Reinhold. Ja, ich bin ja nicht hier, stehe ja nicht auf Junge, ich stehe ja nur auf Ältere. Und bei Reinhold ist es sowieso egal, er nimmt alles. Er würde alles nehmen. Wenn da jetzt eine Jüngere vor ihm stehen würde, ne, sei er Anfang 20, klar, würde Reinhold auch die. Wird natürlich nicht passieren, weil wer ist so geistig verwirrt? Kommt dann darauf an, wie es sich entwickelt. Muss man halt schauen, es kommt halt wie bei allem anderen auch drauf an, ne? Ob man sich versteht oder nicht. Wann hattest du deine erste ältere Freundin? Meine erste Freundin allgemein hatte ich mit 27. Und das war auch, glaube ich. Ich meine deine erste Ältere. Lass mich doch mal ausreden. Ich bin auch noch nicht fertig. Und das ist auch, glaube ich, die älteste gewesen, mit der ich zusammen war bisher. Also auch die einzige in dem Sinne, was in dem Alter war. Die ist über 40. Das war ja das AIDS-Bärchen, war das, ne? Okay. Oder? War es das AIDS-Bärchen? Hat sich das in der Nachbarschaft bei dir dann so ergeben oder wie bist du ausgerechnet auf sie gekommen? Was, in der Nachbarschaft? Ich habe in der Nachbarschaft mit niemandem irgendwas sexuell zu tun gehabt. Ja, oder halt im Dorf. Weder noch. Das ist ja die Nachbarschaft. Was ist die Nachbarschaft bei dir? Du hast doch deine Mutter gefühlt, du fetter Oger. Oh, endlich mal ein bisschen Auflockerung. Oh, danke schön. Ach ja, habe ich das? Ist der jetzt rausgegangen? War das gerade? Oder hast du war das? Wie hieß denn der jetzt?
Eine Sekunde, habe ich gleich. Ich dachte, das war der Muschelbuddy. Ja. Der Musch. Ihr 31er. Fetzen seid ihr. LB. Ja, lutscht den Speer, meine Güte. Ja, mit dem SpongeBob-Profilbild. Hetzen mag keiner. Wie random kommt denn sowas? Nicht random. Ja, das genug. War jetzt ziemlich unerwartet. So mitten im Gespräch. Gerne du hast öfter. Den Toddler gebannt? Ja, das hab ich, den habe ich gebannt. Das ist richtig. Ist das der, der gerade da war, oder was? Nee, das war jemand anderes. Der hatte mir was geschickt. Das möchte ich jetzt aber hier nicht wiederholen. Kann ich dir sonst privat schicken. Aber das hat schon seinen Grund, dass der gebannt ist. Aber das war nicht der von gerade eben. Warte mal kurz. Schade, ich dachte, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Oder vielleicht kommt es noch. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt schon so viele Discord-Leaks gehört habe. Und ja, da waren jetzt nicht wirklich neue Informationen dabei, ne? Die Witzestunde, die war halt absolut Fremdscham. Und dann so ein paar andere Sachen. Also ekelhaftes Zeug, was Rainer ja immer macht. Führerschein wussten wir auch schon. Da war denn gerade eben die ganze Zeit alles drin, ne? Weiß da jemand die Namen? Nee, ich weiß halt auch nicht mehr, wie der hieß. Ich habe nicht hingeguckt gerade. Aber der hatte, glaube ich, so ein SpongeBob-Profilbild, aber ja, wie der hieß, kann ich nicht sagen. Ich habe auch nicht geguckt, weil ich arbeite. Ich hab's ja gerade gesagt, wie der hieß. Der ist ja raus. Ja, der ist hier noch. Der Muschelbuddy. Ganz schön komischen Buch. Er hat sein Profilbild geändert. Ich glaub, der macht sich jetzt eine neue Identität hier, damit ihn keiner bannt. Du verdammter Denunziant. Also wirklich. Du hast du ganz sicher gesehen, dass er das war? Petze, ich hab gerade Petze. Sein Profilbild geändert von SpongeBob zu diesem. Ich muss kurz weg. Er kommt rein, beleidigt, dann ändert er seinen Namen und sein Profilbild. Jetzt heißt er Carlo Man, der hat sich wieder umbenannt. Ist der hier? Könnt ihr im Audit-Log gucken, dass er sich die ganze Zeit umbenennt, nachdem er hier beleidigt? Danke, lieber Speerlutscher. Eigentlich hat er keine Berechtigung, sich umzubenennen. Anscheinend ja doch. Also heißt jetzt Carlo Mensch, gerade zwei verschiedene andere Namen gehabt. Einen, glaube ich. Zwei verschiedene Profilbilder, meine ich. Da hat er sich wieder umbenannt. Karl H. Mensch. So, habe ich was verpasst? Musste gerade mal kurz telefonieren. Nö, eigentlich nicht. Ah ja, okay. Hast du ihn jetzt Guido oder nicht? Ja, ich bin am gucken. Na, habt ihr ihn jetzt ausfindig gemacht und gebannt oder nicht? Ja, da hat sich da auch wirklich ein paar Speerlutscher hochgezogen. Das ist teilweise Stasi-Methoden. Der da war es, der da, ich hab's genau ich gesehen. So. Kannst du das denn sehen? Habe ich direkt gefunden. Ich hab 10 Sekunden geschaut und hab ihn direkt. Hallo? 10 Sekunden. Ja.
mein lieber Mod, du bist unfähig. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich der gleiche war, der es gerade eben gesagt hat. Das weiß ich nicht. Natürlich habe ich ihn auch gefunden. Klar, ich wollte gucken, ob er jetzt seinen Namen nochmal wieder ändert. Ich habe gesehen, wie er rausgegangen ist und hier im Talk war. Dann bestätigen wir mal das. Okay, dann ist er jetzt raus. Ja, und damit ist der für immer weg, ne, und wird nie wiederkommen. Aus dem Nichts einfach beleidigen? Ja. Ja, es bringt halt auch nichts mehr. Also mit Reinerle kann man nicht reden. Ihr wisst es ja, bei Reinerle ist Hopfen und Malz verloren. Es ist, führt einfach nur noch zu stumpfen Beleidigungen. Anders geht es nicht mehr. Das ist normal. Ja, ich kenne sowas ja nicht, also war noch nie hier vorher im Discord drin oder so. War nie irgendwelche Videos von euch oder von dir, Drache. Kann es sein, dass ihr jetzt dann gleich keine Zugriffe mehr habt, außer ihr habt einen Account, der übers Handy und über Discord verfügt, verifiziert ist. Also ich habe den jetzt rausgeschmissen, ne? Ich habe den jetzt gebannt. Und ich mache jetzt auch die Vorlage rein, dass man zweifach Authentifizierung reinmachen muss. Ja, das ist gut. Achso, warte, nee, dann muss ich das selber auch reinmachen. Das ist ja auch nervig, bitte. Rainer, Discord-Regeln gelten dann für alle. Doof, ne? So können die sich keine Alt-Accounts erstellen. Naja, das sind das dann. Wir geben auch extra Geld aus, nur um hier zu beleidigen und dann weggebannt zu werden. Ja. Na. Verstehe ich nicht so aus. Bilder für anstößige Medien, machen wir an. Und gibt es ja eigentlich nicht so einen Channel, wo man Bilder oder Videos oder reinsenden kann oder im Chat? Keine Ahnung, Memes oder so. Na, warum wohl? Weil dieser Discord hart geführt wird unter der Regentschaft von Lord Korea. Und alles, was ihm nicht gefällt, wird vernichtet. Oder halt gar nicht erst zugelassen, sagen wir es besser so. Die Hater Scheiße reinposten. Ja, ein paar Sachen muss man halt aushalten können. Andere Erklärungen mit. Naja. Gleich geschafft. Noch so 6 Minuten. Da haben schon über 500 Leute geblockt, ey. Das ist so. Ja, hab ich auch schon gesehen. So, komisch. Ich kann jetzt aber erstmal. Komisch, Reinhard, dabei hast du doch nicht mal 500 Abonnenten. Ich will hier niemanden mehr bannen, ne? Drache? Wieso? Weil du mir jetzt die Moderationsrechte eingeschränkt hast. Ich hab dir gar nichts eingeschränkt. Nee, jetzt hast du aber umgestellt gehabt auf Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ach so, ist doch keine große Sache. Ist doch gleich erledigt. Genau, so war das nämlich. Ach Mist. Das Spiel reingetippt. So, den Account. Wird man ja aus dem Discord eigentlich rausgekickt, wenn das Abo abgelaufen ist? Also für Mitglieder. Ja. Genau. Passiert aber automatisch. Ist das so? Kann man einmal kurz den Channel von oben, einmal kurz in den 2er und wieder in den 1er raufkommen? Ich will was kurz prüfen. Okay, das funktioniert schon mal nicht.
Danke. Funktioniert schon mal nicht, wie ich das will. Na, das ist natürlich doof. Mal ganz gut weg. Katzen füttern. Muss ich da dann jetzt noch irgendwas machen hier oder zukünftig an meinem Discord gedöhnt? Bitte? Wenn du jetzt irgendwas umstellst wegen Authentifizierung, muss ich da was machen? Bei mir? Wenn du keinen verifizierten Account hast, kann das sein, ja. Hm. Du musst einen authentifizierten Account haben und musst mit Zwei-Faktor-Authentifizierung ankommen. Das wird aber alles erklärt im Normalfall. Ja, es wird alles erklärt. Ich guck mal, wie das geht. Das ist ja bei Passwort und Authentifizierung, wa? Ja. Keine Ahnung, irgendwie ging das mal, aber ich benutze das schon wieder so selten und schon so lange nicht mehr. Ja, oder ich gehe eher davon aus, Rainer, du überliest irgendwas oder klickst irgendwas falsch an. Das kann ich mir eher vorstellen. Ja, vielleicht erinnert ihr euch an Rainer des Einstellungen, die er irgendwie mal gesucht hat, jetzt auch in den Hogwarts-Spielen. Übrigens, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, die Hogwarts-Spiele sind eigentlich langweilig, aber wunderschön kommentiert von Troll Lindemann. Na, gönnt sie euch. Nicht mehr. Und stimmt, da wollte ich ja. Auch da sucht Rainer etwas in den Einstellungen und findet es nicht, weil er halt auch alles überliest. Oder falsch liest, besser gesagt. Wie das gegangen ist. Schon wieder zu lange her. Sowas hasse ich wie die Pest. Was? Dass du irgendwas nicht findest, oder was? Ja. Google hilft meistens. Google-Suche. Hier, es zeigt mir nicht an, dass ich hier noch Schmutz habe, aber es ist überall schmutzig. Und es ist nicht fertig. Kapiere ich nicht. Oder, redet Rainer von seinem Spiel jetzt? Plötzlich? Wahrscheinlich, ne? Aber ich denke, ich bin jetzt nochmal raus. Oh, wie schade. Ich bin später nochmal da. Bis dann. Tschüss. Ja. Tschüss, Rainer. Habe ich gar nicht gefragt, ob er streamt später. Hat er da irgendwas gesagt? Ja, wollte er nicht. Ja, wollte er irgendwie nicht mehr. Ja, so richtig nicht, ne? Aber dann klang es irgendwie ein bisschen. Mach mal. Ja, komisch. Na gut, bin ich auch weg. Top. Ja. Ich muss auch gleich los zum Arbeitskollegen. Alter. Ja. Ja, also erstmal viel Spaß. Bitte. Tschüss, danke dir. Jo. So, nicht mehr auch raus. Tschüss. Jetzt gehen sie alle. Ja, komisches Ende. Ganz merkwürdig. Aber gut. Ja. Das war, meine Lieben, der Discord-Leak
von Demütigung, formerly known as Demon, der das Ganze zur Verfügung gestellt hat. Vom 20. April, also vorgestern. Vorgestern ist das auf Reinerles Discord passiert. Ja. Spannend, ne? Sehr, sehr spannend. 5 von 10, das Rating fühle ich ehrlich gesagt nicht. Also das war, für mich persönlich war es langweiliger als so manche andere. Diese Witzestunde am Anfang, die war halt absolutes Fremdscham, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, ne? Dann gab es ja diese komische Diskussion da teilweise mit Ude Zimmer und ekelhaften Vergleichen und Reinerles Führerschein, das wusste ich aber alles schon. Reinerle hat nochmal die Geschichte seiner Schanze da erzählt und die Familiensage und dass er das, nee, das hat er nicht gesagt, aber er hat das halt innerhalb von 10 Jahren komplett zerstört. Dann wollte er sich kein Video schicken lassen, sondern war auch selber auf der Suche nach diesem Skur-Skur-Video in diesem Thailand-Bordell. Dann ging es ein bisschen weiter mit, dass er ja keinen Anruf erwartet oder dass der Anruf, den er erwartet, nicht kommt und dass er da ja zum Anlass genommen, den einen dann nochmal fertig zu machen, wie er darauf kommt, ihn einfach diese Privatsachen zu fragen. Dann diese ältere Frauen oder Frauen allgemein, Reinhard steht auf ältere, bla bla bla. Und dann die kurze Beleidigung, die mein persönliches kleines Highlight war. Ne? Und dann die Suche nach dem Schuldigen und der Petze, die da die ganze Zeit, der war's. Nun gut. Wie gesagt, ich glaube mehr so an ein Rating von 3. Um ehrlich zu sein. Da gibt's wesentlich bessere Discord-Leaks. Und auch wesentlich spannendere Discord-Leaks. Weil neu war da jetzt nichts. Egal, ihr Lieben. Wir haben ihn uns angehört. Wir wissen, Reinerle ist noch da. Wir wissen, Reinerle ist irgendwo unterwegs. Reinerle ist momentan auf einem, ja, ich will nicht sagen Höhepunkt, aber Reinerle fühlt sich momentan sehr sicher. So in allem und er fühlt sich ja sowieso allgemein sehr gut in dieser Bude oder Zimmer, wo er jetzt gerade ist. Und ja, mal schauen, wie lange das noch so andauert. Na, ich denke mal, das wird sich auch irgendwann demnächst wieder ändern. Naja, keine Sorge. Da wird so schon irgendwas passieren. Gehe ich stark von aus. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt es einigermaßen überstanden, ohne eingeschlafen zu sein. Ne, vielen lieben Dank, dass ihr euch da mit mir durchgequält habt durch diesen Discord. Also, wie gesagt, für mich, naja, egal. Es wird bessere geben. Wir hören uns dann beim nächsten Mal, beim nächsten Video, beim nächsten Stream, beim nächsten was auch immer. Ne? Macht's gut, ihr Lieben. Medal of Honor.